Seid gegrüßt, liebe Skyrim-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quest-Video. Ja, heute Schnauze! Heute schauen wir uns die Quest an, mächtiger als das Schwert. Dafür müssen wir hier einmal nach Markarth reisen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir werden wieder von jeder Seite voll gelabert und dafür müsst ihr hier einmal in das Gasthaus Silverblood inreisen. Und dort auf den Tresen finden wir eine Notiz eines Plünderers. Die werden wir uns jetzt mal reinziehen. Schnauze. So, hier habt ihr die Notiz des Plünderers hier auf den Tresen und die werden wir uns jetzt mal reinballern. Es gibt keine gute Arbeit in der Weite. Die Minen zahlen miserabel und die Bauernhöfe noch schlechter. Ich hatte geglaubt, den großen Wurf gelandet zu haben, als mich dieser blinde Adlige einstellte, doch er setzte mich wieder vor die Tür, weil ich in seinen Augen ein zwielichtiger Zeitgenosse sei. Er sagte, er könne mein Lächeln nicht hören. Ich wusste nicht mal, was er damit meinte. Meine Ohren haben keine Zähne. Jedenfalls habe ich dieses Leben satt. Ich will Goldstücke und zwar schnell. Südlich von hier gibt es einen alten Turm namens Fernwindhorst, in dem vielleicht jede Menge Schätze warten. Ich und ein paar andere überlegen, ob wir diesen Turm nicht einmal einen Besuch abstatten sollten, um dort alles einzusacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber falls einer von euch nichtsnutzigen Saufbolden mithelfen will, wir können immer Hilfe gebrauchen. Wir nehmen das Ding mal mit. Ja? Begonnen, mächtiger als das Schwert. Durchsuche den Turm am Fern... Wie heißt das Scheißding? Am Fernwindhorst. Gucken uns gerade nochmal die Quest an. Aktivieren das Ding. Gasthäuser in Himmelsrand sind seit... Sind was? Gasthäuser in Himmelsrand sind meist ein geeigneter Ort, neue Arbeit zu finden. Ich bin im Gasthaus Silberblut über eine Notiz gestolpert, in der von einem beträchtlichen Schatz die Rede ist, der beim Fernwindhorst im Süden zu holen sei. Gut, dann würde ich mal sagen, wir reisen da einmal hin. Wo ist das Ding hier im Süden? Da unten ist das Teil. Windklippenhöhe haben wir in der Nähe, Wasserwindfelsen und Windklippe Geheimeingang. Wir können auch von hier reinreisen. Dann gehen wir da fußläufig runter. Ist ja nicht weit entfernt, so wie es aussieht. So, lass mal gucken. Dann sind wir hier und da oben ist der komische Eingang. Okay, das passt ja ganz gut. Warte mal, hier ist ein Wasserfall. Kommen wir da nicht irgendwo? Da oben kommen wir lang. Nice. Okay, dann lass uns mal gucken, was uns da erwartet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn diese Plünderer schon aufgebrochen sind... guck mal, da kommt wieder ein Höhlenbär. Also heute ist echt schlimm mit diesen Höhlenbären. Yo. So, nice. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Plünderer auf uns warten werden und dass wir gegen die kämpfen müssen, weil die sich eben schon die Taschen voll gemacht haben und dieses dann bestimmt auch verteidigen werden. So, was leben hier für Penner? Kurz mal aktivieren. Ah, okay. Und da ist besagter Turm, wie es aussieht, ne? Oder? Ja. Sieht so aus. Ich sehe auch keine NPCs jetzt von hier. Kann natürlich sein, ne, wie gesagt, entweder die sind alle kaputt oder die lauern jetzt da drinne und wollen uns dann allesamt aufschlitzen. Ach, da geht's schon los. Da hinten kommen sie schon. Hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum? Hä? Plünderer, tatsächlich. Besagte Plünderer. Und sie waren nur zu zweit, wie es aussieht, ne? Hier bin ich. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal hier. Hallo. So, die machen wir auch mal gerade weg hier, Madame. So. Das ist der Plünderer. Was hat er hier? Dietrich und Gold nehmen wir dankend an. Und die alte Gold. Und das war's aber auch. Okay, hier ist besagter Turm. Einmal für euch zur Orientierung. Das Ganze befindet sich... Hier ist der Turm. Und hier ist Markarth. So, lass mal gucken gehen. Reachwind. Okay. Reingaffen. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Warte mal. Mal ein bisschen Licht hier an. Ich gehe mal in die andere Ansicht. Dann können wir besser gaffen. Was? Ja, warum? Ihr habt uns doch eingeladen. Wir haben doch die Notiz von euch gelesen. Du Gieriger. Hey, was ist erst die Leute einladen? Oder sie wollten einen nur hier hinlocken? Oh. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Wo geht's hier hin? Hier Himmelsrand? Ah, Aussichtspunkt.
Kasi, weil auch der hat aber gut Gains gemacht. Vielleicht ein bisschen gestofft, der Kollege. Die blutroten Langdolche, Buch 9. Okay. Nehmen wir mit. Dietrich, Fleisch. Erstmal Met auf euch zechen. Halskette des schwachen, festen Griffs. Okay. Silberring und Silberhalskette, mehr nicht. Dann hat er hier noch eine Notiz geschrieben. Oh, und dann... Oh, hier ist die Rüstung. Nice. Haben wir hier sonst noch irgendwas zum Looten? Da haben sie den scheinbar abgeschlachtet, die Plünderer, ne? Lesen Notiz. Im Laufe seines Lebens schlüpft ein Mann in viele Rollen und trägt viele Namen. Sohn, Vater, Flüchtling, Bandit. Ich hätte nie gedacht, dass einmal argonischer Schriftsteller hinzukommen würde, aber so ist es nun mal gekommen. Als Palladius mich das Schreiben lehrte, hätte ich nie gedacht, dass ich es einmal so pflegen würde, wie ich es getan habe. Hätten die Götter mir einen Stift anstelle eines Schwertes gegeben, dann hätte ich mein Leben wohl mit dem Schreiben von Büchern statt dem Ausrauben von Karawanen verbracht. Nun, jetzt ist es zu spät, darüber groß zu lamentieren. Was meinen Namen angeht, so entstammt er einem Gespräch, das ich eines Nachts mit Blassauge in der grauen Meere in Koroll führte. Damals fragte ich ihn, warum argonische Namen immer so bildhaft seien, woraufhin er bloß erwiderte, warum sind eure es nicht? Ich lachte, als mir klar wurde, dass er recht hatte. Also bat ich ihn, mir einen argonischen Namen zu geben, der mir gerecht würde. Und so war ich von da an sammelt Münzen. Das Lustigste an einem argonischen Namen ist, dass ich nicht sicher war, ob er die Personen beschrieb, die man vor war oder die man sein wollte. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich werde wohl in diesem Turm sterben, ohne einen einzigen Septim. Aber wenn ich weiterschreibe, werden die Leute wenigstens unsere Geschichte erfahren und wissen, dass wir gelebt haben. Cool, okay, vielen Dank für deine tolle Geschichte. Was ist hier noch für ein Shit? Nehmen wir auch noch mit. Hier ist noch ein Seelenstein. Lehrling. So, makelloser Diamant, Rolle der Hysterie, Ring des einzigartigen Führens, Halskette der Aufhebung, Amulett von Mara nehmen wir auch mal mit. Silberdiadem, Saphir und die Rolle brauchen wir nicht. Dann haben wir noch Ebony Mace. 97 Schaden sacken wir auch mal ein. Lass mal gerade gucken. Wo haben wir da? Warte mal, ich muss mal kurz. So, jetzt Ebony Mace. Ebony Mace, keine Ahnung. Da ist das Ding, 97 Schaden. Können wir vielleicht noch ein bisschen verzaubern? Und hier haben wir dann eben besagte Rüstung, Dwemer-Plattenrüstung. Und da haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Mächtiger als das Schwert. Und ihm wurde es scheinbar zum Verhängnis, dass er die Notiz hinterlassen hat, dass die ganzen Plünderer eben auch hier in den Turm kommen sollen, um ihn da bei dieser Suche zu unterstützen. Ne, mein Freund? So. Ja, dann gucken wir uns jetzt nochmal die Rüstung an, die wir hier erlangen konnten. Oh, mega. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Uhr, ne? Experte, kriegen wir die auch noch auf? Okay, so schon mal nicht. Warte, noch ein bisschen. Nein, noch ein bisschen. Das sieht gut aus. Gold, wow, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Geil, wow. Ach, guck mal hier. Ach, süß, ein Vogelnest und ein Ei. Orgisches Schwert. So, dann schauen wir uns mal die Rüstung an, die wir hier eingesackt haben. Und das war diese hier. Ne, Moment, wo ist sie? Da ist sie, Dwemer-Plattenrüstung. Rüstung 110, sieht ganz schick aus. Ja, sieht ganz cool aus. Ziehen wir mal an. Dwemer-Plattenstiefel. Da war jetzt aber sonst nichts mit dabei, ne? Dwemer-Plattenstiefel. Ne, das war's. Okay, das ist die Rüstung. Ach doch, die sieht ganz cool aus. Sehen so ein bisschen aus wie die Zwergenstiefel, die wir auch haben. Ja, ist eine kurze Quest mit einer kurzen Geschichte dahinter. Von einem gierigen Plünder, der eigentlich kein Plünder sein wollte, sondern einfach nur Geschichten schreiben wollte. Das wurde ihm leider zum Verhängnis. Das war sein Schicksal. Was ist das so? Eine tote Ziege? Ja, eine tote Ziege. Okay. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's von diesem Video. Wieder eine kurze Quest. Haben wir wieder eine Rüstung eingesackt. Wieder eine Rüstung für unsere Sammlung in unserer Behausung. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ach, guck mal, die wurde hier im Pfeil niedergestreckt. Okay.
Ja, gut. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.